Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sister Location. Letztes Mal habe ich endlich das geschafft mit Nacht 3. Ich habe insgesamt an zwei verschiedenen Tagen insgesamt 2,5 Stunden an Footage. Das meiste einfach nur von einem schwarzen Bildschirm. Ja, und ich habe das Ganze möglichst versucht schön zusammenzuschneiden. Ohne dass ich jetzt jeden Versuch gemacht habe. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ich bin nur froh, dass ich Nacht 3 geschafft habe. Und wenn der Unterschied zwischen Nacht 3 und 4 genauso stark ist wie der Unterschied zwischen Nacht 2 und 3, dann haben wir jetzt ein Problem, weil ich habe nur eine Stunde Zeit, um Nacht 4 aufzunehmen. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben auf jeden Fall ein seltsames Intro. Ja, das war noch nicht das seltsame Intro, das kommt jetzt. Shh, be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. Und damit startet Nacht 4. Nicht im Aufzug, sondern wo auch immer das hier ist. Keine Ahnung. Kommt noch was? Oder? Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside. But just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay. Okay, bring her over. Forward. More. More. Okay, stop. Set her down. Watch the step. What happened to it this time? It just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over with? It's all automated. Have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. Hilfe? Hilfe! Wer ist damit? Oh, scheiße. Was ist jetzt los? Sterbe ich jetzt? Alter! Oh, da hinten ist irgendwas. Oh, scheiße! Wunderbar.
Wir scheinen übrigens in so einer Puppe drin zu stecken im Moment, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Okay. Das Ding greift mich jetzt an, oder? There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other? It's very important. Ballora never learns, but I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. Okay. Irgendwie gefällt mir dieses Geräusch. What the fuck? What the fuck war das jetzt? I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Oh, okay. Aber ich hatte vorher auch in den Controls irgendwas mit Wiggle mit A und D. Oh, what the fuck bist du? Oh, shit. Aber ich muss doch hier dieses Ding immer... Kann ich dich anklicken? Nein. Was ist, wenn ich Wiggle? Oh, wenn ich Wiggle? Das heißt, ich muss Wiggeln. Dann... geht das weg, okay? Okay, soweit, so gut. Oh, das blinkt rot, das ist kein gutes Zeichen. Und dieses blinkende Auge da vor mir ist auch nicht gerade ein angenehmer Blickfang. Da ist schon wieder so... Oh, oh, what the fuck? Wiggle, wiggle, wiggle! Wiggle, 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 wiggle! Ah, fuck! Ah! Was hätte ich denn tun sollen? Okay, habe ich zu wenig gewiggelt, aber ich habe gerade schon gesehen, als ich wiggle, gehen diese Dinger ganz, ganz schnell rum. Das ist nicht cool. Nein. Aber ich habe, glaube ich, zumindest mal die Basics verstanden und das ist erstmal wichtig. Okay, wir starten wieder hier. I'll open the faceplates for you. Okay. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. Sehr schön. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Okay. Das Gute ist, ich kann die Maustaste einfach halten und einfach hier drüber gehen. Und wenn ich rein theoretisch, wenn ich das einfach so, wenn die alle gleich schnell irgendwie das machen, sollte ich einfach hier einmal durchkommen können. So, jetzt wiggle ich. Komm schon, wiggle. So, ja, die gehen dann nämlich alle auf einmal so ein bisschen mehr runter. Nur die Sache ist, die kommen scheinbar links und rechts und ich überlege, wenn ich wiggle, wenn die links und rechts da sind, dann sollte ich das ja optimieren können. Rein theoretisch zumindest. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was passiert, wenn auf einmal diese komischen... Genau, wenn das jetzt hier passiert. Sorry. Nee. Wiggeln hilft bei denen nicht. Shit. Geh mir nicht am Sack. Was macht sie denn? Ich werde gleich gejumpscared. Oder? Oder nicht? Oder doch? Okay. Ja, der links... Der ist weg, oder? Ja. Man muss so links, rechts wiggeln, dann scheinen die wegzugehen. Ideal ist aber, glaube ich, wenn ich so ein bisschen warte. Ich weiß halt nicht, werde ich gejumpscared, sobald die oben
am Screen jetzt ankommen? Also wenn die da ganz oben sind, oder? Jetzt habe ich es auf beiden Seiten gehabt. Das ist clever. Okay. Ja, das ist links. Sonst wäre wahrscheinlich schon tot, wenn der da rechts voll Kanone gekommen wäre. Ah, das ist jetzt schlecht, dass hier so viel mit roten Dingen ist. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ah, gar nicht gut. Okay. Okay. Okay, wie lange muss ich da denn überleben? Ich schau mal, wie lange ich überlebe. Ich kann das ja mal kurz stoppen. Mhm. Okay. Gut, ich nehme gerade genau 11 Minuten und 11 Sekunden auf. So. That way they can find you on the cameras. Gut. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Yeah. Da vertraue ich dir absolut, weil wir wissen inzwischen, oder wir wissen ja, falls ihr Five Nights at Freddy's 3 gesehen habt, was passiert. Und zwar in dem letzten Minigame, ich glaube im letzten Part, den ich hochgeladen habe, war, was passiert, wenn man das nicht genug, wenn man diese Springtraps nicht genug anzieht. Komm schon, da links, ja, ja, beide Seiten, sehr gut. Von unten nach oben das zu machen, geht übrigens irgendwie in meinen Augen irgendwie einfacher. Ich weiß nicht warum. Ist halt einfach gerade so mein Feeling. Oh, jetzt beginnt das wieder. Das ist. Es passiert übrigens haargenau nach einer Minute. Sehe ich gerade, weil die Glocken, also die Uhr genau neben mir ist. Okay. Gut. Links, rechts, links, also dreimal scheint auszureichen. Eineinhalb Minuten. Komm schon, zwei Minuten müssen doch reichen. Ich glaube, ich stelle mich gerade relativ gut an. Was zur Hölle? Okay. Ich sollte vielleicht links und rechts checken, wenn die da waren. Ob die nicht... Ah, dammit. Okay. Strategie neu. Es sind auf jeden Fall überall fünf. Links und rechts sind jeweils fünf von diesen Springtraps. Und scheinbar ist die Mitternachtsstellung, also genau auf 12 Uhr, gerade nach oben, das maximal, was ich winden kann. Weiter geht's nicht bei jeder. Was war denn jetzt? War schon eins dieser Dinger irgendwo? Ich hab's nicht gesehen. Ich sollte vielleicht zwei Springs machen und links, rechts schnell schauen. Und wieder zwei Springs machen und wieder links, rechts schnell schauen. Oder? Ich weiß es nicht. I'll open the faceplates for you. Die Sache ist, da gibt's auch keinen Geräuschclou, wenn die, glaube ich, anfangen, da hochzuklettern an meinem Anzug oder da draußen auf den Wänden. So. Okay. Ich glaube, man muss das relativ gut timen lernen. Komm schon rechts da. Okay. Wenn sie so wirklich schon... Also sie... Ich glaube, sobald sie mit ihrem Kopf... Oh, wieder der Scheiß. Wie gesagt, ich glaube, ich habe inzwischen eine Strategie, wie ich das hier machen kann. So. So, und zwar so. Achso, ich habe keine Cupcakes mehr. So, das ist jetzt dieser dreiteilige Cupcake.
sollte ich vielleicht nicht an einzelnen Personen verschwenden, sondern immer an solchen, weil es gibt vorne nochmal so einen. Moment, aber wenn ich den jetzt aufhebe. Sekunde. Nee, komm schon. Ah, man kann da drüber springen. Sehr gut. Dann. Ja, und zwar so hier. Yes! So. Jetzt nehme ich hier diesen Cupcake. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Oh, der carried nicht über Screens mit. Oh nein! Okay, das heißt, wenn er nicht über Screens, weil der geht ja so weiter über den Screen. Ich dachte, der geht da auch über Nose. Wenn nicht, dann muss ich irgendwas anders machen. Egal, werde ich schauen, sobald ich wieder dort bin. Aber ich muss jetzt erstmal hier überleben. Das ist ja meine Hauptaufgabe. So. I'll open the faceplates for you. Danke. Ja, aber wenn sie nicht ganz so schnell... Wie gesagt, das wäre ganz deutlich einfacher, wenn sie nicht ganz so schnell unwinden würden. Oder wenn dieses... Gut, wenn das Wiggling... Oh, scheiße. Wenn das Wiggling nicht die locker machen würde, wäre das ja eigentlich ziemlich dämlich, dieses Spiel. Oh! Oh, der war schon ganz rechts. Zur Hölle! Ah, der links! Ah, okay. Ah, dammit. Ich hasse das. Das ist wirklich nicht allzu einfach. Ah, dammit. Gut, dass es nicht allzu lang braucht. Nicht, dass ich immer wieder durch seinen Foxy-Raum gehen muss. I'll open the faceplates for you. Danke. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Ich sollte vielleicht auch näher auf den Screen schauen, da bin ich vielleicht so ein bisschen jetzt in eurem Ohr gerade mit dem Mikrofon, weil ich direkt neben dem Mikrofon bin. Aber dann sehe ich zumindest, was abgeht. Hä? Rechts? Sobald ich das hier aufgewindet habe, wiggle ich. So. Gut, das hat gereicht. Oh, shit. Okay, Krisenmanagement. Oh, scheiße. Ah, Scheibenkleister. Okay. Verdammt. Oh, wieder hier jetzt, okay. Ich glaube, dafür habe ich jetzt eine halbwegs vernünftige Strategie. Kann sein, zumindest. Die beiden, glaube ich, sind auf jeden Fall so richtig, weil die nicht auf einer Ebene sind. So, aber hier jetzt sind unten drei und oben nur zwei. Von daher könnte es sein, dass ich den hier machen muss. Und nachher das mit grün. Oh, scheiße, jetzt hatte ich noch Cupcakes. Das heißt, ich muss über den drüber springen. Das heißt, ich bin wieder im Arsch. Das heißt, ich muss den einzelnen bedienen. Ja, dann kann ich ja erst einmal ein bisschen schauen. So, und dann würde ich mit dem grünen hier... Vorausgesetzt, ich habe noch genug Cupcakes, um zwei Kinder glücklich zu machen oder so. Ha, nein! Okay. So, und jetzt machen wir die drei glücklich. Ha, nein, okay. Oh, scheiße. Okay, jetzt wird's... Für zwei Screens mit Kindern auf derselben Ebene habe ich noch Cupcakes. Es könnte sich ausgehen.
Vorausgesetzt, hinten gibt es nur noch zwei Screens mit Kindern, die gerade sind, Maximum. Dann wird sich das ausgehen. Okay. Theorie kenne ich da jetzt einmal. Jetzt muss hier die Praxis von dem von Nacht 4 mal stimmen. Ich habe Gott sei Dank noch eine halbe Stunde, von daher kann ich noch ein bisschen fehlen. Was ist das eigentlich für eine Scheißmechanik von einem Anzug, so einem Maskottchenkostüm, dass das mich tötet, wenn ich da nicht regelmäßig irgendwas in der Gesichtsplatte hier mit Schräubchen herumdrehe? Das ist eigentlich nur dämlich. Ich meine, da kann ich, habe ich ja keine 2 Minuten, die Kinder zu entertainen. Kann es übrigens sein, dass das schneller wird mit der Zeit, weil jetzt am Anfang kommt mir das alles noch so relativ gemächlich vor. Gut, hier ist keiner. Okay, hier ist wieder einer. Sehr gut. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Ich glaube, man muss da wirklich ordentlich abwarten, bis beide relativ weit oben sind. Da war gerade keiner. Da ist aber einer. So, 3, 2, 1, Wiggle. Oh, shit. Ich hab's geschafft! Ah! Das verleitet zum Tanzen nach so einem Brettspiel. Aber das war bei weitem nicht so schlimm wie nach 3 mit der Handpuppe. Boah. Oh, wir bekommen wieder die Dracula-Serie. So also rises the tension between scorn lovers. Clara is not my baby. Vlad, you suck. Wait, was that a vampire joke? That was so lame, Clara. Like I haven't heard that a million times. Okay, well, how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good, I like it warm. Good, because I also set the house on fire. How will it all end? The passion, the tension, the intrigue. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. Das machen wir. Und ja, ich würde sagen, das war Nacht 4. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Five Nights at Freddy's Sister Location. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.